Hallo zusammen, mein Name ist Susi. Also ja, das wisst ihr ja. Also das Thema von meinem Vortrag ist das Leben und Werk des großen kanadischen Musikers, Sängers und Tänzers Justin Bieber. Kannst du? Ja, hey, ich habe mega recherchiert und so, also vor allem im Bravo. Und ich habe auch einen Starschnitt mitgenommen aus dem Bravo. Und ich werde jetzt den schnell aufhängen. Kannst du mal heben? Mega nett. Kannst du überall stehen? Ist ja mega herzig. Ja, ist ein bisschen blöd. Die letzte Ausgabe war ausverkauft. Bei uns im Kiosk in Oerlikon. Ich konnte auch eine original Autogrammkarte ergattern. Also auch aus dem Bravo. Und ich gebe sie mal dir, dann kann man sie vielleicht ein bisschen umgeben. Justin Bieber wurde am 1. März 1995 geboren und ist heute 16 Jahre alt. Zivilstand ledig. Und seit 3 Jahren Single. Aufgewachsen in Stratford, Ontario, Kanada. Seine Augenfarbe ist... Ja, jetzt sieht man es nicht so recht. Seine Haarfarbe blond, also braun. Seine Größe wachsend. Besondere Merkmale cool. Sein frühes Leben. Er ging in Ontario zur Schule. Seine Karriere. Justin Biebers Karriere begann mit selbst erstellten Videos auf YouTube. Kannst. Oh, was sind wir denn da? Also YouTube, da kannst du so Filme abladen zum Aufladen. Also nein, aufladen zum Abladen. Sein Debüt. Oh, sorry. Seine erste Single on Time erschien pünktlich. Also just on time, im Jahre 2009. Sein Debütalbum New World erlangte nach kurzer Zeit 5-fachen Platinstatus und war im Jahre 2009 während 74 Wochen in den Hitparaden. Mann, wer ist das, hey? Nein, merci. Kannst du abhocken? Macht schon schlapp. Justin Bieber gewann diverse Preise. So auch den begehrten Bravo Otto von Bravo. Kennst du? Nicht der Otto, das Bravo. Der Bravo Otto von Bravo. Oh, Bravo. In der Kategorie Supersänger, den Bravo Otto von Bravo. Der Chefredakteur von Bravo, Otto Bravo. Oh nein. Ah, sorry. Herr Dr. Sommer meinte, ich zitiere. Ich zitiere, Justin Bieber ist der Elvis Presley
Der Elvis Presley des 21. Jahrhunderts. Bieber gehört zu den beliebtesten Prominenten im Mikroblogging-Dienst Twitter. Kannst Also Twitter, wie soll ich euch das erklären? Twitter kannst du für jedes Programm brauchen und so. Zum Beispiel für Sysmic Desktop oder für Salesforce.com oder Instant Messaging Client Center, Audium, DXP oder Flock Browser oder so. Und alles nur mit 140 Zeichen und so. Also ja, das ist dann eben ein Mikroblog, also ein Tweet. Also, Tweet heisst eben Twitcher. Und hey, weisst du, ich habe Twitcher im Moment mega viel mit dem Leon. Justin Biebers Musikstil R&B. Also R&B. R&B, das können verschiedene Stilrichtungen sein. Meistens ist R&B Rhythm and Blues. Manchmal ist ja Rap and Beat oder Rhythm and Beat. Manchmal ist ja Blues and Rap, Rhythm and Beat oder Blues and Beat. Oder Rhythm and Ribbon. Oh nein. Nein, sorry, das ist ja R&R. Da gibt es auch B&B. Oh, nein, das ist etwas anderes. Das ist Bed and Breakfast. B&R, das ist Beat and Rhythm, Beat and Rap, Blues and Rhythm, Blues and Rap. Da gibt es Rhythm and Rhythm, Rap and Rhythm, Blues and Rhythm, Beat and Blues and Blues and Blues. Vergiss es. Biebers Liedertexte sind mega gehaltvoll. Also die gehen so mega in die Tiefe und so. Und darum habe ich einmal einen ausgedruckt und habe ihn auch vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und ich möchte euch gerne fragen, was wird er uns damit sagen? You smile, du lächelst. Oh yeah, ich warte auf dich, für immer. Jeden Tag, deine Welt ist meine Welt. Yeah, denn Baby, du lächelst, ich lächle, wow. Denn immer, wenn du lächelst, lächle ich. Hey, hey, hey. Wenn du mich brauchst, komme ich angerannt, von 1000 Meilen Entfernung. Du lächelst, ich lächle, wow. Du lächelst, ich lächle, hey. Baby, nimm mein Herz und alles, was es dir bietet. Ich werde niemals zögern, dir mehr zu geben. Denn Baby, du lächelst, ich lächle, wow, hey. Du lächelst, ich lächle, hey, hey, hey. Du lächelst, ich lächle. Ich lächle, ich lächle, ich lächle. Du lächelst, ich lächle. Bring mich zum Lächeln, Baby. Denn ich bin deinem Wunsch ergeben. Er ist mein Kommando. Hey, hey, hey. Du lächelst, ich lächle, wow. Du lächelst, ich lächle, hey, hey, hey. Du lächelst, ich lächle, ich lächle, ich lächle, ich lächle. Du lächelst, ich lächle, du lächelst, ich lächle, du lächelst, ich lächle, wow, hey. Du lächelst, ich lächle, hey, hey, hey. Du lächelst, ich lächle, ich lächle, ich lächle, ich lächle. Ich lächle. Oh nein, sorry, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Du lächelst. Ich lächle, du lächelst, ich lächle, du lächelst, ich lächle. Hm.
Interesse. Zweite Strophe. Du lächelst, ich lächle, ich lächle, ich lächle, ich lächle. Du lächelst, ich lächle, du lächelst, ich lächle. Justin setzt sich auch ein für heimatlose Tiere und kämpft gegen Botox. Es gibt auch Justin Bieber Bettwäsche. Zum Abschluss von meinem Vortrag möchte ich noch ein Lied vorsingen, das ich selber geschrieben habe, selber komponiert. Und ich tue es auch selber vortragen. Ich hole mal schnell Gitti. Oh Mann, das Wichtigste fehlt noch. Oh nein. Mann, meine Fritte. Das Lied heisst... Oh, wie heisst es schon wieder? Oh. Justin. Schlechtes Material. Justin. And I love Tokyo Hotel, but I have Justin Bieber liver, because I'm just in a Justin Bieber fever. Yeah, merci vielmals.